So, hallo Freunde, gute Miteinander, willkommen bei einer neuen Folge von Assassin's Creed 1. Wir haben noch eine Informationsbeschaffung, die müssen wir uns noch holen. Na? Und dann haben wir es gepackt. Ich war. Was ist denn ein Bank? Ah, da ist eine Bank. Ey, hört ihr mich auf? Die letzte Lieferung ist da. Gut, sorgt dafür, dass er weiß, wie schwierig es war, eine solche Lieferung auf die Beine zu stellen. Es ist nur Wein. Einige sind schwach im Glauben. Euer heiliges Buch sagt etwas zu diesem Thema. Ich glaube, lasset sie essen und genießen und von Hoffnung abgelenkt werden. Bald werden sie es besser wissen. Und nie zerstörten wir eine Stadt, ohne dass sie Warner gehabt hätte. Und was soll das bedeuten? Vergesst es. Kümmert euch um eure Dinge. Wie ihr wünscht. Okay, gut. Damit hätten wir jetzt alle Informationen zusammenbekommen und wir kehren jetzt auf jeden Fall mal ins Hauptquartier zurück oder ins Büro und werden dann auch mal werden dann auf jeden Fall mal unsere Attentatsmission beginnen. Finde ich jetzt nämlich sehr, sehr gut. Oh ja, jetzt habe ich mal die Wachen alarmiert. Nein, ihn werde ich nicht. Ich renne einfach davon. Bleibt stehen! Ihr könnt nicht entkommen! Doch, kann ich. Es gibt keinen Ausweg, erst am Ende! Folgt ihm, lasst ihn nicht entkommen! Ach, lass mich doch in Ruhe. Wir sind schon im Büro. Komm. Ja, gut. Dann machen wir das, was wir immer gut können. Ja, Büro geschlossen. Ich muss mal wieder natürlich auch immer Soldaten anrempeln. Ich glaube, Saladin kann bald den Feldzug gegen Jerusalem, oder falls er ihn schon gewonnen hat. Nee, gut, Jerusalem hat er, ja. Ja, schön. So, noch einer. Komm. Ja, sehr gut. Komm. Komm. Lass mich leben! Gut, jetzt hat sich, glaube ich, das Büro wieder auf. Ja, springen wir mal erstmal wieder daneben. Auf geht's. So, fallen lassen. Und wir beginnen jetzt mal mit der Attentatsmission. Guck, was los ist. Psst. Friede sei mit euch. Wie kann ich euch dienen? Ich habe alles erfahren, was ich über mein Opfer wissen muss. Dann müsst ihr euer Wissen mit mir teilen. Abul Nukut ist korrupt und verachtet seine Mitbürger. Er hat wohl Gelder veruntreut, die für das Volk von Damaskus bestimmt waren und sie für sich selbst verwendet. Just in diesem Moment protzt er mit seiner Gier und bereitet ein ausschweifendes Fest vor. Seine Wachen und Diener werden mit den Gästen beschäftigt sein und nicht einmal merken, dass ich dort bin. Sehr beeindruckend, mein Freund. Die anderen sagten, ihr würdet es verderben, aber nicht ich. Nein, ich war sicher, dass ihr zu ihm durchdringen würdet. Und das seid ihr. Meine Gemächer sind die euren, bis ihr bereit seid, zuzuschlagen. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Natürlich sind wir bereit und werden auch gleich damit anfangen. Alter, ihr, seid ihr wohl auf? Natürlich, warum auch nicht? Es ist nur, das Fest des Wesirs beginnt in Bälde. Ihr solltet dort sein, nicht hier. Ja, natürlich. Wir machen uns auch gleich auf den Weg.
raus. So. Und mal gucken, vielleicht hat er noch mal ein paar Informationen für uns, die wir gebrauchen können. Aber es scheint nicht der Fall zu sein. Dann begeben wir uns auch dorthin. Über die Dächern von Damaskus. Na. Da. Da. Komm mal hier. Geh, du Bauer, bevor ich mich vergesse. Bauer? Selber Bauer, du Bauer. Oh. Knapp am Abgrund vorbeigehüpft. Meine Familie ist groß und liegt im Sterben. Bitte geht. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine kleine. Bitte. Guck mal, da sind die Wachen. Habe ich euch nicht gerade gebeten, vorsichtiger zu sein? So wie ich das sehe. Und bitte, Herr, habt ihr Geld für mich? Nein, habe ich jetzt nicht. Ich habe keine Zeit für euch. Guck mal gerade hier nach dem Geriss, was gesagt wurde. Um uns Zutritt zu verschaffen. Ah. Um uns Zutritt zu den Gebäuden zu verschaffen. Ich denke, ich werde hier hinten rumgehen. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Ja, ich kann es leider nicht ändern. Ich werde dafür sorgen, sodass dieses untreute Geld auch bei euch denn ankommt. Ja, müssen wir halt leider hier rum. Doch. Was tut er da? Ja, was tut er da? Komm. Warum macht er das? Ich flehe euch an. Ja. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Komm. Warum will dir jemand zulassen? Was soll denn das jetzt werden? Hier doch. Genau hier. Der verdammte Narr hat auch den Verstand verloren. Ich will da hoch. Bevor die Steine wieder werfen. Schön die Aufmerksamkeit erregt. Ihr seid hier nicht erwischt. Fuck. Der Bogenschütze. Ja, sehr gut. Trotzdem habe ich die Aufmerksamkeit erregt. Aber ich bin relativ nah jetzt am Palast angekommen. Wie ich das jetzt sehe. Kann ich den Bogenschützen auch noch ausschalten? Es ist doch nicht der Lauf. Sehr schön. So. Ich bin auf jeden Fall schon mal auf dem Gelände drauf. Ja, gut. Ja. Nochmal. Oh. Ihr habt hier nichts anderes. Entschuldigung. Es ist doch nicht erlaubt, hier zu sein. Ich will hier nicht sein. Ja, gut, komm. Dann machen wir so wie immer. Schnetzeln wir uns einfach durch. Gut. Komm. Komm. Sehr schön. Ja, komm, greif mich an. Na. Komm, das mal noch. Sehr gut. Hey. Losreißen, ja, ich muss das auch mal ein bisschen üben noch mit dem Losreißen. Wenigstens habe ich das schon mal mit dem Kontern raus. Das ist ja blöd, dass halt jetzt die ganze Zeit die Wachen rumliegen. Hm.
Lass mal schauen. Das ist Bankett. So wie ich das sehe. Und wie komme ich jetzt da rein? Wie komme ich jetzt aufs Dach? Ich muss einen Weg aufs Dach finden. Ich habe da so eine Idee. Warum sterbe ich immer, wenn ich ins Wasser reinspringe? Ich verstehe es nicht. Normalerweise so kann ich doch wahrscheinlich schwimmen. Außer alte, hier kann ich schon machen. Hatte ich mal so das bronzene Seepferdchen. Gucken wir mal, wo bin ich jetzt wieder? Wahrscheinlich genau am Anfang, ja. Natürlich. Ja, ja. Wie gesagt, das ist natürlich blöd. Ja, das ist halt natürlich saublöd und so, dass du halt immer, wenn du ins Wasser reinspringst und so, dass du halt stirbst. Ja, ist ja keine Lava oder so. Keine Ahnung, so ein bisschen die vermufften Klamotten von Alter Ihr, wenn die mal ein bisschen gewaschen werden, kann ihnen ja eigentlich auch nicht mal schaden, oder? Wenn die hier sich so durch Damaskus schnitzelt und die eine oder andere Dame auch befreit. Die möchte ihn ja wahrscheinlich auch mal so seine, also ihre Dankbarkeit auch mal Alter Ihr zurückbezahlen. Und da muss er denn auch saubere, schöne weiße Klamotten haben, oder nicht? Ja gut, außer vielleicht die Dame steht so auf Naturburschen. Das lässt sich natürlich dann nicht verhindern. So. Das war das, glaube ich, hier mit dem Brunnen, ne? Ja, gut, okay. Ja, jetzt geht das wieder los. Ey, konter den mal. Naja, Schnitzel, Schnitzel. Ey, die hauen richtig böse rein. Sehr schön. Ich Gnade habe mit dir. Was macht ihr denn? Ja. Oh je. Wir machen mal wieder die brachiale Methode. Na komm. 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 Sehr schön. Ey, es werden immer mehr. Ja, sehr gut. Komm. Greif mich an. Sehr gut. Noch einer. Und der flüchtet. Sehr gut. Ja, können wir wieder hier durch den Haupteingang spazieren. Aber der hatte ja irgendwas erzählt vom Brunnen. Ne? Sobald ich mich irgendwie erinnere, war doch der Brunnen hier. So. Wir können auch so rangehen. Na, wo geht's hin? Wo ist unsere Zielperson? Wo ist unsere Zielperson? Ich kann keine Vision starten. Okay, alles klar, da oben. Willkommen, willkommen. Danke, dass ihr heute meine Gäste seid. Bitte esst, trinkt.
und genießt die Annehmlichkeiten, die ich euch biete. Lasst euch Zeit. Ich warte. Ich denke, alles ist zu eurer Zufriedenheit. Gut, gut. Es freut mich, euch alle so glücklich zu sehen. Denn dies sind dunkle Tage, meine Freunde. Und wir müssen unser Glück genießen, solange wir können. Der Krieg droht uns alle zu verschlingen. Salah al-Din streitet tapfer für seinen Glauben und ihr seid immer da, um ihm zweifellos beizustehen. Eure Großzügigkeit erlaubt ihm, seine Kampagne fortzusetzen. Einen Trinkspruch also. Auf euch, meine Freunde. Ihr habt uns dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mögt ihr die angemessene Belohnung dafür erhalten. Solche Freundlichkeit! Ich habe sie nicht erwartet. Ihr, die ihr so schnell über mich gerichtet habt. Und auch so hart. Oh, tut nicht so unwissend. Haltet ihr mich für einen Narren? Dass ich nicht höre, was ihr hinter meinem Rücken redet? Doch, ich höre. Und ich glaube, dass ich es niemals vergessen kann. Aber darum habe ich euch heute nicht gerufen. Nein. Ich wünsche mehr von diesem Krieg zu reden und eurer Rolle. Ihr gebt euer Geld so schnell, obwohl ihr genau wisst, dass es den Tod Tausender bezahlt. Ihr wisst nicht mal, warum wir kämpfen. Für das heilige Land, sagt ihr. Oder wegen der bösen Vorhaben unserer Feinde. Aber das sind Dinge, mit denen ihr euch selbst belügt. Nein, all dies Leid wird geboren aus Angst und Hass. Es stört euch, dass sie anders sind. Und es stört euch, dass ich anders bin. Mitleid, Gnade, Toleranz. Diese Worte bedeuten euch allen gar nichts. Und sie bedeuten den ungläubigen Eroberern nichts, die unser Land auf der Suche nach Gold und Ruhm plündern. Also sage ich genug! Ich habe mich einer anderen Sache verpflichtet. Einer, die uns eine neue Welt bescheren wird, in der alle Völker Seite an Seite nebeneinander leben, in Frieden. Schade, dass es keiner von euch erlebt. Ja. Was ist los? Hat der Dreckskerl irgendwie den Wein vergiftet? Jeden, der zu entkommen sucht. So. Ich versuche natürlich, hier hochzukommen. Kannst du da hochspringen? Naja, du kannst hier hochspringen. So wie ich das sehe. Komm. Ey. Und hier auch irgendwas vom Brunnen erzählt. Nee, komm, nochmal zurück. Und hier auf den Brunnen rauf. Dann kommen wir auf die Dame drauf. Ich glaube, ich muss da hier auf den Vorsprung. Genau, so. Sehr gut. Suchen wir uns mal hier den Kerl zu schnappen, wenn ich weiß, wo der hin ist. Jetzt hier rein, ja. Achso doch. Wo ist der hin? Der Dicke kann aber schnell laufen, muss man sagen. Komm.
Das ist doch gar nicht. Ich glaube, ich muss die Klingen nehmen oder so. Hat der LB-Action-Sicht? Wo kann der LB-Action-Sicht? Nein! Nein! Genau falsch. Nee. Ich kann nicht kämpfen oder was? Was soll denn das jetzt? Jetzt muss ich alle töten oder was? Erledigen Sie ihn. Ja, toll. Wo ist denn die Überwachung? Wo ist denn die verdammte Wachtung jetzt? Komm, hoch mit dir. Der ist da oben. So, doch, kann ich. Versuche es auf jeden Fall. Ich will es auf jeden Fall versuchen. Okay. Ey. Scheiße, wie viele das sind. Boah, Leute. Boah, wie scheiße. Besser. Besser. Boah, wie viele. Ich glaube, ich habe so die halbe Armee dran. Setz nach. Wow. Oh, alter Leute. Ruht in Frieden. Ihre Worte können nun keinen Schaden mehr anrichten. Warum habt ihr das getan? Ihr nahmt Geld von jenen, die ihr angeblich führt. Gabt es für einen unbekannten Zweck. Ich möchte wissen, wohin es ging und warum. Seht mich an. Meine Existenz ist eine Beleidigung für mein Volk. Und diese edlen Gewänder vermögen ihre Schmährufe kaum zu dämpfen. Also geht es euch um Rache? Nein, nicht um Rache. Um mein Gewissen. Wie könnte ich einen Krieg im Namen des Gottes finanzieren, der mich eine Abscheulichkeit schimpft? Wenn ihr nicht Salah al-Din dient, wem dann? Ihr werdet es rechtzeitig erfahren. Vielleicht wisst ihr es auch bereits. Warum versteckt ihr euch? Wozu diese Gräueltaten? Sind sie so verschieden von dem, was ihr tut? Ihr nehmt die Leben von Männern und Frauen, überzeugt, dass ihr Tod den Massen derer dient, die überleben. Ein kleines Übel für das große Gute. Wir ähneln uns sehr. Nein, wir ähneln uns nicht. Ach, aber ich sehe es in euren Augen. Ihr zweifelt. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Wir werden die neue Welt erschaffen. Tja, wenn er meint. Okay, komm. Nur noch die 5. Das sieht ja gut aus. Oh, es sind da noch mehr. Ich sollte flüchten. Ehrlich gesagt, ich sollte flüchten, noch, Freunde. Freunde! Was ist denn los? Du bist auf meiner Seite. Du wirst nichts gewinnen. Oder muss ich die alle töten? Komm, setz nach. Komm. Töte ihn.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Komm, den da noch. Ist nass. Ja, sehr schön. Oh je, Freunde. Okay, er ist tot. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ganz, ganz schnell weg. Ganz, ganz schnell weg. Ja, komm. Mach es mir jetzt nicht bitte so schwer. Ich nehme es auch noch alles mit rein, so als kleinen Abschluss für diese Reihe dann. Mann. Gut, dann laufen wir halt zu Fuß. Ich bitte euch, nur eine kleine. Nein, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Ganz schnell, ganz, ganz schnell. Denn irgendwo am Ende anonym werden. Das war vielleicht auch doch nicht so die beste Idee. Ganz schneller. Ich bin genau wieder in den nächsten Kampf reingeraten. Okay, komm. Ja, ich hätte doch wieder über die Decke gehen sollen. Okay. Komm. Sehr schön. Oh je, oh je, oh je, oh je. Zieh mich wieder rein. Komm, ja, ich versuch's aber trotzdem. Oh je, bloß nicht sterben, Freunde. Gut, der rennt weg. Und ich sollte das auch tun. Komm! Ja. Wieder genau. Ich wollte eigentlich den Weg über die Dächer nehmen. Komm, schneller. Schneller. Sehr gut. Der ist nämlich da. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Da. Die Leiter, die Leiter, die Leiter, die Leiter. Komm. Shit. Sind wieder zu viele. Die Flucht scheint, das ist schwieriger, als ich gedacht habe. Oh, okay, okay. Freunde. Sehr schön. Einer schon mal weniger. Komm, auf geht's. Zwei weniger. Komm, den da. Einer nur. So wie ich das sehe. Ich muss untertauchen. Nein, nein, nicht geklappt. Boah.
So, komm. Jetzt noch der letzte. Und jetzt ganz, ganz schnell. Ganz, ganz schnell. Zum Büro. Freunde, wir haben es geschafft. Wie gesagt, ich würde jetzt erstmal sagen, so, das war's jetzt erstmal und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich tschö mit Öl.